Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schokibanuki aus den Studios von Radio Rheinwelle 92,5. Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Ausgabe und ich begrüße auch meinen Freund, den Sascha. Warum sagst du das so komisch? Dieses herzlich. Nochmal, herzlich, Sascha, bist du da? Sascha? Ja, ich bin da. Ah, Sascha, Gute. Ja. Liegt daran, wenn ich hier festgestellt, wenn ich den Regler runterdrehe, dann höre ich dich gar nicht. Ach, das ist ja mal eine ganz neue Erkenntnis. Guck mal, da kann ich dich, wenn du dummes Zeug erzählst, kann ich dich runterdrehen. Das ist ja toll. Mach mal, dreh mich mal runter und ich rede mal einfach weiter. Mal gucken, was dann passiert. Genau. Und wieder hoch. Erzähl mal weiter und ich drehe wieder hoch. Ja, bla, 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 hin und her. Ja, jetzt bin der Sascha und ich bin eigentlich bei Radio Rheinwelle, Radio Rock'n'Roll Star. Und hörst du mich? Ja, jetzt bist du wieder da. Schön, schön. Ja, finde ich toll hier, diesen Knopf. Hybrid 1 heißt der. Ja, ganz toll. Toll. Ja. Muss man halt beherrschen, das Ding. Richtig, ja. Sascha, was hast du uns heute mitgebracht? Unnützes Wissen. Oh, unnützes Wissen. Ja, unnützes Wissen ist natürlich ganz wichtig heutzutage in der Gesellschaft, weil man damit am meisten brillieren kann, weil es ja sonst keiner hat. Richtig. Also ganz wenige Leute auf jeden Fall. Ja. Wusstest du da, oder beziehungsweise die Frage ist, welches Tier kann nicht springen? Welches Tier kann nicht springen? Tiere, die unter Wasser leben. Ja, doch. Hä? Jetzt hast du mich gerade verwirrt. Wie kann man denn unter Wasser springen? Geht doch gar nicht. Ja, man kann doch sich nach oben bewegen und dann halt. Also du möchtest von mir ein Tier, das am Land lebt, das nicht springen kann. Auf dem Land, richtig. Ja, okay. Und das nicht springen kann. Dann nehme ich ganz klassisch mal den Elefanten. Richtig! Ja. Der Elefant! Ist auch vielleicht besser so. Ja, ja. Elefanten und Christian. Jedenfalls. Nashörner? Ja. Nee, die können alle springen. Okay. Ja, Elefanten sind die einzigen Tiere, die nicht springen können. Und das Auge eines Straußes ist größer als sein Gehirn. Ich kenne Menschen, bei denen das genauso ist, ja. ja. Soll es geben, ja. Ja, würde ich jetzt mal sagen. So. Das Auge, Um bei dem Thema zu bleiben, Seesterne haben gar kein Gehirn. Auch solche Menschen kenne ich. Auch solche, genau. Ja, aber warte mal. Komplett ohne Gehirn. Wie funktioniert denn das? Wer gibt denn da die Anweisung? Wer gibt denn da die Anweisung, Sascha? Ein Seestern ist ja auch das einzige Tier mit ungeraden Extremitäten. Also nicht mit ungeraden Extremitäten, so wie du bei deinen O-Beinen, sondern ungerade Anzahl. Anzahl der Extremitäten. Genau. 5 nehme ich an. Richtig. Christian, du bist ja so schlau heute. Ja. Und angereichert durch das ohne zu wissen, ich glaube, ich bin Mr. Brain ab sofort. Du bist richtig Mr. Unnütz Brain. Mr. Unnütz Brain. Ja. Und der Urin einer Katze ist im Dunkeln phosphorizierend. Phosphorisierend? Die Frage ist, wen interessiert die Scheiße überhaupt? Nein, die Frage ist, warum? Warum leuchtet Katzenpisse? Du meinst, von der Natur gegeben, muss es ja irgendeinen Grund. Muss es doch einen Grund für geben. Damit sie den Hunden in die Suppe spucken können, damit sozusagen. Nein, aber was hat es denn für einen Sinn, dass eine Katze, ne, die irgendwo nachts da unterwegs ist, dann pinkelt die da irgendwo hin und dann hast du da auf einmal Autoscooterbeleuchtung. Also, genau, pass auf. Ich war hatte eine Theorie. Oh, jetzt kommt. Also, Achtung. Mhm. Die Katze hat ja besonders gute Augen. Ja. Die braucht ja nur ganz, ganz wenig Licht Einfluss. Die machen dann die Pupillen so aus. Genau, und dann sieht sie sehr viel. Und wenn es wirklich stocke-duster ist, dann pisst sie sich den Weg. Warte mal, dann, ich pinkel mal vor mich, dass ich weiß, wo es lang geht. Ja, genau. Dann pisst sie sich sozusagen den Weg dann irgendwie und dann weiß sie, wo sie hin muss. Das ist da hat eine ganz neue Bedeutung, sich von einem Ort verpissen. Ja, genau. Das kommt eigentlich von den Katzen. Das kommt eigentlich von den Katzen, die sagen hier, ich verpiss mich mal. Ja, genau. Und macht dann so und dann weiß sie wieder für 5-6 Meter, wo es lang geht. Richtig. Also wissen wir jetzt, können wir mitnehmen, dass der Begriff sich verpissen von Katzenurin kommt, weil der nachts leuchtet und den Katzen hilft, den Weg zu finden.
So würde ich das jetzt auch mal festhalten. Sashi klingt absolut plausibel, nehmen wir so, ne? Aber sowas von, Nehmen wir genau. so, ja. Okay. Ja. Cool. Es war wieder eine sehr schöne Gesprächsrunde mit Auf dir. jeden Fall. Ich sag bis zum nächsten Mal. Cheerio, bis unten. Gude!